Der Tenningau ist derzeit bestens versorgt im Bereich der Pflege und Betreuung. Wir haben insgesamt 6 Seniorenpflegeheime im Tenningau, 4 mobile Anbieter, das ist die Diakonie, die Volkshilfe, das Hilfswerk und das Rote Kreuz. Wir haben aber eine Berechnung angestellt, wie entwickelt sich der Bedarf aufgrund der demografischen Entwicklung, wir werden alle älter, wie entwickelt sich dieser Bedarf bis 2017? Das hat ergeben, dass wir knapp 100 Seniorenpflegeheimbetten neu errichten müssen. Das hat auch ergeben, dass ungefähr 85 Personen bis dorthin zusätzlich Heimhilfe und Hauskrankenpflege brauchen. Und was mir wichtig ist, dass wir in Abtenau zum Beispiel ein zusätzliches Tageszentrum zur Entlastung von pflegenden Angehörigen errichten werden. Es gibt jetzt eine Pflegebettenbörse auch im Internet. Das Spezielle daran ist, dass die bestehenden Seniorenpflegeheime des Landes Salzburg diesen Internetauftritt oder diese Pflegebettenbörse betreiben und auch warten. Das heißt, es ist eine neuerliche Unterstützung für betroffene Menschen, die Pflege und Betreuung brauchen, aber auch für die Angehörigen, dass sie auf einen Blick sehen, was leistet ein Seniorenpflegeheim, wo sind Betten verfügbar, gibt es eine Kurzzeitpflege dort, gibt es ein Tageszentrum, welche kulturellen Angebote werden geboten. Und ich denke, dass das ein wesentlicher Schritt wieder zur Entlastung oder zur Unterstützung von Menschen in Pflegesituationen bzw. den pflegenden Angehörigen sind.